tell your brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate. Tim, das ist jetzt eigentlich so der erste Wettkampf, beziehungsweise sogar eine ganze Wettkampfreise, die ich mit dir begleiten darf. Da würde es mich jetzt mal interessieren, was dir so vor der Show durch den Kopf geht. Ja, wir haben jetzt im Vorfeld immer Bilder gemacht, so nach dem Training, wenn so Druck drin war. Und die letzten zwei Tage bestanden ja aus Essen und Ausruhen, aus Laden. Und das ist ja sogar mein Ding, so Essen, Ausruhen, das ist so komplett andere Liga. Und dann hoffe ich natürlich jetzt, wenn ich nachher schön aufpump, mich voll mache, richtig schön für die Show vorbereite, dass die Form auch genauso sitzt, wie wir uns das quasi ausgemalt haben. Das weiß man halt immer erst alles dann vor Ort, unter richtigem Licht, unter richtigen Bedingungen. Jetzt habe ich zwar ein paar Runden gepostet, aber so richtig Druck habe ich jetzt auch noch nicht im Muskel. Da sieht das alles noch so ein bisschen, müsste ich sagen, würden deppert aus. Du hast ja sonst als Referenz auch immer deinen Look im Training. Ja, genau. Und du weißt genau, wie du dich fühlst, wie der Pump ist, ob er da ist und wo er ist. Ne? Und jetzt, wenn dir was fehlt, das ist so ganz seltsam. Genau, und dann hofft man halt so ein bisschen, so die Angst, so kommt das zurück. Wenn ich mich jetzt anziehe und liege dann nachher noch 2-3 Stunden in der Bühne, das ist dann so, wenn es dann losgeht, ready for the show, das ist dann so ein Zittern. Du machst dann die Hose runter und drückst dreimal durch und guckst dann dein Gegenüber an und sagst, und was sagst du so? Und dann, wenn der dann sagt, passt alles, wo es hingehört, und dann ist man beruhigt dann. Ne? Wie ist das vor der Show? Bist du da so im Fokus, dass du deine Ruhe brauchst? Ja, da bin ich schon allein sein willst, oder? Da bin ich schon ziemlich im Fokus. Also da will ich einfach nicht voll gelabert werden. Da bin ich ruhig und konzentriert. Und also nerv ich dich gerade? Nee. Jetzt geht's noch. Also das schwankt immer total schnell. Ja. Das ist dann auch, wenn du dann, so wie er sagt, wenn du so einen kleinen Formcheck machst im Spiegel und denkst, geil. Und dann blühst du so auf, das spürst du dann auch selber so richtig. Und wenn du halt irgendwie Schiss hast, dass irgendwas verrutscht ist oder so, dann gehst du wieder so in dich. So sieht's aus. Jetzt sind wir hier, Veranstaltungshalle, Tinley Park. Tim, sind ein bisschen ruhig geworden heute schon, ne? Hat man gemerkt, dass es jetzt ernst wird. War eben sehr leise im Auto, beziehungsweise hat geschlafen. Mhm. Hat sich jetzt direkt hinter die Bühne gemacht. Ich denke mal so eine Stunde ungefähr, dann wird es ganz ernst. Antoine haben wir schon gesehen. Wen haben wir noch gesehen? Wie hieß der andere? Tony Brown? Tonio Burton. Burton. Ich glaube, den war gesehen, ne? Ja. Aber im Vorfeld ist das immer alles. Kaffeesud lesen, ja, man kann sich die anderen zwar anschauen auf Social Media, aber in Wirklichkeit wird dann auf der Bühne abgerechnet und ja, wie gesagt, jetzt ist die Stunde der Wahrheit, jetzt werden wir dann sehen, wie der Team da daneben ausschaut, sich daneben präsentiert und wir sind schon richtig gespannt, also vom Potenzial her hat der Team die Möglichkeit, da mit jedem definitiv zumindest sich zu messen und mitzuhalten und alles Weitere werden wir dann in Kürze sehen. Genau, also ich bin auch sehr gespannt. Michi hat recht, also ich sehe das genauso. Der kann auf jeden Fall da mitspielen.
Und wie es dann im Einzelfall oder im Endergebnis aussieht, das werden wir gleich sehen. In einer Stunde, denke ich mal, wissen wir mehr. Also Daumen drücken jetzt. Front lat spread. Side chest. Turn and hit a side tricep. Face the front, abdominals and thigh. And relax. Once again, Antoine, you can step back in line. Gentlemen, file in. All right, thank you, Jack. How about a big hand, folks, for our pros? Uhr 19 Ortszeit. Vorwahl ist vorbei. Tim, wie war's? Wie hat sich's angefühlt? Ehrlich? Ja, ehrlich, natürlich. Ziemlich deprimiert, muss ich sagen. Also zum ersten Mal muss ich sagen, ich habe im Vorfeld beim Aufpumpen schon gemerkt, dass ich voller und praller bin. Das heißt, dieser Plan, den wir verfolgt haben, das ist ja erstmal das Wichtigste, die eigene Leistung zu betrachten, ist aufgegangen. Ich war etwas schwerer auf der Bühne, ich war voller, ich hatte auch viel mehr Druck im Muskel. Ich habe eine bessere Präsentation gehabt, bessere Posinghose, bessere Farbe und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, die Präsentation, so, da gibt es soweit nicht zu makeln, bis auf 1-2 Posen, wo mir einfach auch einfach das Fleisch fehlt. Da sind es dann manchmal so 2 Zentimeter, wo man den Arm noch runterdrücken könnte, damit das letzte bisschen von den kleinen Minimuskeln da rauskommt. Am besten ist, du hast einfach genug Fleisch, dass du da gar nicht so jonglieren musst. Deswegen, das ist der Plan fürs nächste Mal. Aber ansonsten deprimierend für mich, weil in den Vergleichen haben sie mich nach außen gestellt, haben mich gar nicht angeschaut, also wirklich gar nicht. Ich habe also gedacht, entweder finden sie mich so geil, dass sie sagen, jo, der hat gewonnen, deswegen schauen wir nicht an. Aber mit den Top-Leuten, also ich war im ersten Vergleich, deswegen wollen wir jetzt nicht ganz schlecht reden. Top 5 wird schon irgendwas werden, aber ich habe mir natürlich schon Top 3 ausgemalt. Und da muss ich sagen, haben sie mich gar nicht angeschaut und haben ständig nur zu den Antoinen, zu dem dunkelhäutigen Tonio Burton und zu dem Andrea Musi geschaut. Dann war noch jemand im ersten Vergleich, den ich auch gar nicht so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wo ich gedacht, naja, schön, dass er da ist. Stand auch die ganze Zeit in der Mitte noch. Also es hat mich auch ehrlich gesagt gewundert. Also so mein Eindruck, als ihr rausgekommen seid, top von vorne, hast du einen Look, du hast einen Look, den hat keiner sonst. Diese Adern überall und alles, den Look hat keiner gehabt. Antoine war ultra hart, ultra trocken, aber dieses poppende, plastische, mit, wie gesagt, mit den Adern überall, hatte keiner. Präsentation, die Hose war echt geil. Also das letzte Mal ist mir die Hose nicht aufgefallen, unangenehm, aber hier, diesmal, die war geil. Liebe Grüße an der Iceman, an Ilario Ranguletti, vielen Dank, das ist der Iceman und hat mir die Posinghose geschickt. Dankeschön. Dann hat man sich so von unten so ausgemalt, okay, das werden die drei Leute sein, also dieser Tony Burton, Antoine und du. Und dann die Vergleiche, die waren dann für mich halt auch enttäuschend, ernüchternd, bis irritierend so ein bisschen, muss ich sagen. Was die Präsentation angeht, ich weiß, wie du gekämpft hast. Die haben die Jungs heute, also wir dürfen ja nichts filmen, aber du hast mega lange da gestanden und dann nochmal durch und nochmal durch. Ich habe gesehen, du hattest Krämpfe, weil du hast manchmal so gezuckt. Das Schlimmste war, ich habe leider eine Erkältung und ich muss mir das Husten verkneifen. Und Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast und du hast brutal gekämpft. Was halt immer noch auffällt, du bei den Lat-Geschichten, du stehst manchmal ein bisschen schief. Okay. Also ich glaube, da ist auch irgendwas wahrscheinlich neurologisch.
wo du halt mal nachgucken musst, weil du die linke Seite manchmal nicht so richtig kontrollieren kannst. Ja. Und was halt wirklich, wirklich abfällt, ist die Doppelbizeps von hinten. Ja, und dummerweise haben sie die auch dauernd sehen 100 Mal gemacht gefühlt. Ja, Back Double Biceps, ich denke, nicht schon wieder. Ja. Leck mich am Arsch. Aber ich hatte, also das ist mal eine offene Frage, hatte ich Druck, Beuger, Arsch und alles, war das so gut? Ja, hast aber gegen Ende so ein bisschen verloren. Ja. Ist auch, also vor uns saßen Amerikaner, die haben sich so zu uns umgedreht, is this your boy? Und dann wir, ja, dann hat er auch gesagt, very impressive, hardest guy on stage und so, hat er gesagt, aber du sollst mir Posen üben. Also von einem völlig Fremden halt so. Und wie war es von der Armhaltung? Die war okay, aber ich sag mal, muss man halt auch sagen, bei der Pose, da fehlt bei dir halt einfach... Genau, das ist das, was ich meine. Aber das Interessante ist, wenn du die Lat-Pose machst, dann hast du den Trapez mit Adern drauf und auch Details und so weiter. Also da hast du auch unter den Vieren... sahst du am besten aus wieder. Doppelbizeps, hast du halt die riesen Schultern und am Rücken, da fehlt einfach Action. Ne? Fehlt Fleisch halt. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich kann man da noch ausmerkeln, aber am besten, man hat einfach genug Fleisch, dann zieht man auf und dann steht das Paket da. Und wenn halt eben das Fleisch fehlt und du musst irgendwie austarieren, damit du ja einen Druck in den letzten kleinen Minimuskel kriegst. Aber wie gesagt, Präsentation war ich für mich jetzt schon mal zufriedener, sich besser angefühlt. Ich hatte überall Druck in den Muskel. Ich habe auch sicherer gepostet, ich habe Ausstrahlung gehabt, so wie ich das jetzt von mir beurteilen kann. So, ne? Weil ich habe auch Spaß gehabt auf der Bühne. Manchmal beim letzten Mal, da war es so, oh, jetzt ist es soweit, scheiße, geht's jetzt schon los. Und diesmal war es so, ich war schon voll in Fire, stand auf der Bühne und habe Druck gehabt im Muskel und es hat sich gut angefühlt. Ne? Von daher weiter üben natürlich, ohne Frage. Aber ich habe ja noch das Finale, da kann ich noch mal ein bisschen Gas geben, da kann ich noch mal kämpfen wie ein Löwe. Meistens ist es so beim Profis leider, dass es halt im Vorfeld schon so die Wertungen gemacht sind. Aber ich bin so ein Typ, ich denke erst, wenn das Ding beendet ist, ist die Schlacht gewonnen. Und so wollen wir jetzt auch ins Finale kommen. Was ich heute noch sagen muss, ist, der Look heute war wesentlich voller, wesentlich praller. Aber, was mich sehr gefreut hat, die Konditionierung hat nicht drunter gelitten. Das war für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Wir waren härter, wir waren praller, aber trotzdem Gluteus, Hamstring, alles war da. Ja. Also Konditionierung war trotz des volleren, pralleren Looks on point. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt die zwei Wochen erreichen wollten und ändern wollten. Das ist auf jeden Fall gut aufgegangen. Ich glaube, der Look war sehr, sehr gut, hat mir extrem gut gefallen. Auch Posinghose war diesmal spitze. Auch für mich war die Ausstrahlung heute wesentlich selbstsicherer, besser und ja, eigentlich auch das Posing an sich war sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Es fuchst halt einfach nur an der Doppelbizeps-Pose von hinten und ja, leider wollten sie die gerade heute wirklich irgendwie gefühlt dauernd sehen und man sitzt im Publikum und denkt sich, nein, nicht schon das wieder. Einzige, was noch, Entschuldigung, das Einzige, was noch zugute kam, sie wollten zwar die Doppelbizeps oft sehen, aber dafür auch Lutspread. Und deswegen habe ich mich immer gefreut, weil ich weiß, wenn ich da aufziehe und habe hinten das Tannenbäumchen drin, die habe ich gewonnen, so, ne? Von den Streifen her. So, ne? Weil ich von meiner Seite her bin extrem stolz auf ein Team. Die letzten Tage waren jetzt nicht sehr leicht, ja, mit der Erkältung. Ja. Es wird keineswegs in irgendeiner Art und Weise als Ausrede gelten. Aber Team hat heute auf der Bühne wirklich gekämpft wie ein Löwe, gebissen, sich super präsentiert, sich auch sehr, sehr gut verkauft. Und ja, ich glaube, wir kannst trotz alledem echt stolz auf dich sein. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Cross your fingers. Bis später. Käsekuchen. Käsekuchen, Eis. Auf geht's. So, ich verstehe gar nicht, warum ich nicht abnehme. Ich esse immer so wenig und dann trinke ich abends mal einen Kaffee mit 1040 Kalorien. Aber sonst esse ich echt ganz wenig. Echt, hat der 1040 Kalorien? Und den muss man mit dem Löffel essen. Aber so dieses letzte Fett kriege ich einfach nicht weg. Obwohl ich nur Kaffee trinke und Salat esse. Proud father to the father.
So I gotta ask, are you happy that Michael Friso is coming over to our league? Very happy. This guy is a powerhouse. With the Medina, and told him I was happy he made his decision. I welcome him to the best league in the world, the Pro League. All right, thank you, Tim. We gotta compete against the best. Oh, that's right. So, yeah, I'm very happy to see it, and I knew it was going to happen. Way to go, Tim. Tim's still holding those. Thanks to his mom for the team support. Aww. I was close to my mom. My mom gave me all the support. Winner right there. Chicago Pro, love it. I mean, he's so entertaining. Oh, yeah. I love his videos he posts. Yeah. Look at this. Great sense of humor. Yes. 34 years old. There we go. He's going to bring it. Oh, yeah. Yeah, he was just so hard. Look at the stripes in the quads. The glute stripes. Very deep, grainy. Nice sight shot. I can't get that shot. That's the money shot. Alright, gentlemen, fun double bicep. That's gotta feel good, standing in the middle. In the winner's circle. Oh, yeah. That's the tough one. Antonio Burke. Yeah. Antonio. Got a little elbow bump, can't fault him for wanting to do that. See it right here. Take it up. Yeah. Look at that. I'm just gonna go up there and pose with him. Me too. Okay, Chris, what are you? Presented to Andrea Ducci. You're doing champ to your winner, Antoine Reyes. Yeah. Nice shot right there. Nice shot. And one more pose of your choice, though. Wettkampf ist vorbei. Wir haben lange gewartet. Jetzt ist er hier, trotzdem unser Champ. Dankeschön. Timmy, wie war's? Warum warst du noch so lange da drin? Wir warten schon ewig auf dich. Ganz ehrlich, ich war scheißen. Muss jetzt einfach mal gesagt werden. Nee, aber die längste Zeit habe ich hinter der Bühne verbracht, am Buffet, ohne was zu essen, denn es war ziemlich aufschlussreich. Da war der Chris Comier, der hat den Livestream moderiert. Und mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten und dann habe ich mich mit dem Headchurch ein bisschen unterhalten. Und da kamen noch ein, zwei andere dazu und haben mich gelobt und haben halt alle gesagt, von vorne perfekt. Und haben gesagt halt, du brauchst mehr Rücken. Und ich würde sagen, deswegen bin ich mittlerweile jetzt doch ziemlich happy, mit der Saison und so, weil die mir unheimlich viel Erfahrung gebracht hat. Also ich habe unheimlich viel dazugelernt und ich weiß jetzt auch ganz konkret, woran ich arbeiten muss. Beim letzten Mal war es ja noch so, ja, Beuger und Höhe und ja, und Bizeps. Klar, da sind auch noch Baustellen ohne Frage, aber jetzt sagen halt alle wirklich, du kommst immer besser, du bist härter, du bist schreif, du bist von vorne perfekt, du brauchst mehr Rücken. Und das ist ja was, woran man arbeiten kann. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Deswegen wird der nächste Plan sein, wahrscheinlich einfach mal eine längere Off-Season zu machen. Noch gebe ich nicht auf. Wie war jetzt so die Konkurrenz oder so das Miteinander mit den anderen Athleten? Du sagst gerade, also der Andrea Musi kam zu dir, der war ja so ein bisschen, man beugt sich ja immer so vom Wettkampf und die meisten Leute sind auch so dann, oder viele sind so in sich gekehrt. Ich weiß noch, Cedric McMillan, haben immer alle auf den geschimpft, der wäre so komisch. Ich war ja mal Backstage beim Olympia und der hat sich ganz allein, ganz hinten, wo irgendwelche Tische standen, hat er sich verbissen, haben alle so ein bisschen immer gemunkelt, ja, der ist irgendwie arrogant, aber ich glaube, das ist halt einfach bei manchen so, man braucht das einfach. Aber wie waren die jetzt heute so? Also mit Andrea Muzzi bist du ein bisschen warm geworden? Genau, also den Andrea hatte ich schon ein paar Mal gesehen bei Wettkämpfen, aber hat man nie Gelegenheit so zu quatschen. Und vor dem Wettkampf war der immer sehr fokussiert, ich eigentlich auch, aber trotzdem habe ich so eine Spur Lässigkeit den anderen gegenüber trotzdem noch. Die anderen waren alle total aufgeschlossen, cool drauf, also ganz, ganz cool. Und mit Andrea, der kam dann zu mir an und da war ich ganz perplex so, klopfte mir auf die Schulter und sagte, Front perfect, front very perfect. Perfetto. Perfetto, ja genau. Und you need more back. Und wie gesagt, das ist was, woran man arbeiten kann. Und was für mich auch noch interessant war, der Hauptjudge hat gesagt, ich wäre am Abend besser gewesen als in der Früh. Ich habe mich aber deswegen wieder zu diesem Thema Fullness, ich habe mich am Abend eigentlich eher zugelaufen und voll gefühlt, also zu voll gefühlt. Deswegen, ich glaube, da muss ich einfach von meinem Amateurdenken noch wegkommen und mal umdenken.
man braucht einfach bei den Profis diese Fülle. Und ich habe ja in meinem Freundeskreis immer noch so meine alten Trainer, die mir immer so vorher ins Ohr flüstern, ah, seh zu, dass du nicht überlebst, nicht zu voll kommst und so weiter. Also ganz ehrlich, also wir waren ja eine Pause essen, haben wir das auf dem, nee, da warst du weg. Wir waren in eine Pause was essen und Tim hat ganz gut reingehauen und du warst tatsächlich, als du dich eben, als wir die Farbe drauf gemacht haben, hat noch ein bisschen Leben gefehlt, aber eben auf der Bühne, du warst härter als heute Morgen. Vor allem der Doppelbizeps von hinten war viel besser jetzt. Ich habe mit dem Stefan ganz viel geschrieben und der Stefan hat mir ganz viele Posen und hat mir dann mit Finger so reingemalt ins Handy, so, zieh mal so, zieh mal so. Ich habe mir selber das nochmal so angeschaut und ich habe jetzt wirklich gedacht, jetzt probierst du es einfach mal mit diesem noch mehr hinten ins Hohlkreuz gehen, dass du das Gefühl hast, du kippst nach hinten über so. Du musst richtig so eine Banane nach hinten machen und tatsächlich habe ich dann auch mein Lower Back besser gespürt, also besser Druck reinbekommen. Also ich habe wirklich mich so richtig nach hinten gebogen und habe dann Druck auf den Latt gegeben und auf einmal habe ich gemerkt, wie sich der Lower Back unten zusammengesqueezed hat. Und das ist ja auch wieder ein gutes Stück Erfahrung, die ich quasi beim nächsten Wettkampf besser machen kann. Kann ich jetzt üben. Jeder Wettkampf immer ein Stückchen besser, ist ein Prozess. Und das sieht man halt, dass man mittlerweile in der absoluten Pro-Ebene angekommen ist, was früher einfach noch so okay war, was noch so, ja, kann man verzeihen. Da kommt es halt wirklich auf Nuancen an. So. Und ich hätte niemals gedacht, das ist für mich das größte Learning. Ich habe ja auch diesmal wirklich viel mehr geladen als in Portugal. Weil ich, wie gesagt, ich fühle mich immer besser, wenn ich ein bisschen leerer bin. Ich habe noch so dieses Amateurgefühl im Kopf, dieser grainy Look. Du musst möglichst leer zum Wettkampf gehen. Früher auch vor dem Wettkampf nichts mehr gegessen und so weiter und so fort oder kaum was gegessen. Und jetzt laden, was reingeht, was der Körper aufsaugt. Und da, ich habe mich eher eigentlich zu voll gefühlt und gerade heute Abend denkst du, boah, nach der Pizza da oder nach diesem Burger, ob das was wird, ich bin noch zugelaufen und der sagt zu mir vorhin, ich hätte so heute früh kommen müssen wie heute Abend. So, ne? Aber er sagte aus, hätte jetzt auch nichts am Platz gemacht, so, ne? Ganz klar. Also die Platzierung geht jetzt dann soweit klar für dich? Ja gut, Platzierung ist immer so eine Sache. Ich habe mich wieder besser gesehen als den Andrea Musi. Ich muss immer überlegen, ob Presti oder Musi. Also ich habe mich wieder besser gesehen als ihn. Und ja, das ist immer so eine Selbsteinschätzung. Ich habe mich auch besser gesehen als den Tony Burton. Der hat halt runde, volle Muskeln. Das ist Wahnsinn, wie rund er ist. Und der ist jetzt auch nicht, dass er nicht in Form ist. Aber dieses Gestreifte und diese fasrigen Muskeln, dieses gestreifte, kompakte, das hat er nicht so. Das habe ich halt gesehen, weil ich neben ihm stand. Und da habe ich gehofft, dass ich da so ein bisschen punkten und toppen kann. Aber wahrscheinlich einfach diese Backansicht, die hat er wahrscheinlich. Ja, halt, sehr stark. Der hat einen Rücken dran. Das ist Wahnsinn. Das poppt alles auf. Von daher wäre Platz 3 wäre ja so mein Ding gewesen. Und was man sagen muss. Here you go. My old friend. Yes. Antoine, congratulations. That was a great comeback. Yeah, danke, danke. Danke, danke, bitte, bitte. I'm looking forward to see you at Olympia again. Yeah. With Manowar, right? Last time with Manowar? Yeah, the thing with the song last time at the Olympia is that when I was 16 years old, I told myself, if I ever do the Olympia, I'm gonna choose that song. So that was for my first Olympia. So this time around, I'm gonna do a nice routine again. It's not there yet, it's out there somewhere. I'm gonna grab the ideas, create it. I'm gonna bring another nice routine for the Olympia. Nice, what's next for you? Now I'm gonna just relax tonight, of course, and go back home, regroup, do the plan, clear the system a little bit, get healthy, and then ramp it up for the Olympia. And what we did for this show worked. So we're gonna do the same thing and just be patient and work hard and just keep doing what works, you know, and learn from the mistakes we did and just keep pushing. So no more shows, no temper? I don't think so. I think I did two shows in a row, that's good. You know, and so I think I'll just, I need to rest a little bit, you know, because I worked pretty hard for this. I did lots of posing every day, lots of cardio every day, training every day. So I think I'm gonna just grab that win, go home, and then regroup, like I said, and do the plan for the Olympia. Do you have any specific goals? What you want to improve till the Olympia? Yeah, of course, my weak points are always like back, chest, just the size. But I think for the Olympia, I was 275. Last time.
Yeah, I was 257 this morning. So I was lighter, but I think my development was better. So it's like, you know, sometimes the size is not always the thing you gotta focus on. So I think I'm just gonna work on quality and use the training to get the size and not the food, you know what I mean? Like food will be normal, because I don't wanna go 300 again. Because for me, like I go to 300 pounds by accident. If I eat what I want, I go to 300 pounds. So now I need to like stay under like, I don't know what's the side with my doctor and the coach, but I think staying under 290, 285 would be good. I started my diet 17 weeks ago at like 282. So I only lost 20 pounds kind of. What was for me very impressive was when you tore your biceps. It's not that long ago. 3 years and last year. Last year, okay. Yeah. And did it bother you during the prep or? Yeah, it always hurts a little bit. It's like, okay. I think it's scar tissue. Yeah. Sometimes it's like, I feel like if I do like one arm, like, oh, I get it. This one burns faster. But if you don't know it, you couldn't see any difference on stage between the size of... No, like all the poses, you can't tell, right? Yeah. So it's like, I'm lucky. And when you measure them, yeah. This one's actually, they're both same size. Okay. Yeah, yeah, equal. Amazing. You can still see it. Yeah, so this is like the 3 years ago, the scar. Yeah. Like that. This is like last year. Amazing. Yeah. Good surgeon. Show us one leg again and then you're free to yeah. go. Yeah. 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 There you go. Merci beaucoup. Yeah. My friend. My pleasure. Yeah, thanks for everybody for watching. What, something in German? Yeah. Apfel. 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 Wir verabschieden uns aus dem Tindley Park. Tindley Park. Convention Center. Convention Center. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Daumen drücken, ne, für unseren Tim. Und wie immer, ihr könnt solche Berichterstattung unterstützen, supporten oder erst möglich machen, indem ihr unsere Codes benutzt, Box, Beef oder Hoff. Und zwar ausschließlich bei ESN.com. Aktuell noch Protein Week. 20% auf Protein und Aminosäuren. Genau. Dankeschön. Ich will nochmal Diskussionen hier ankurbeln. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich jetzt hier aufgeben soll und soll mich mit dem ewigen Vierten zufrieden geben für diese Saison oder ob ich nochmal ranglotzen soll. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr seht. Ob es überhaupt Sinn macht, ob ich aufhören soll mit meiner Karriere, ob ich diese Saison weitermachen soll, Erfahrungen sammeln oder ob ich besser in die Offseason starten soll. Also Diskussion eröffnet. Übrigens könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Respekt und Anerkennung zollen wollt für Tims Durchhalten und Disziplin und für seinen Kampfgeist. Ne? Auch gerne mal für positive Dinge kommentieren. Dankeschön. Klappe zu. Also, tschüss. Klappe zu. Affe tot. Tschüss.